Integration. Für viele ist das mittlerweile ein Reizwort. Sicher auch aufgrund der durchaus zahlreichen Beispiele bundesweit, bei denen Integration nicht gelingt oder schon als gescheitert betrachtet werden muss. Davor darf man die Augen nicht verschließen. Es geht aber auch anders, wie man am 7. Juli 2017 beim sogenannten Meet and Eat Festival in Grumbach erleben konnte. Das Motto lautete: Kultur geht durch den Magen. Maßgeblich veranstaltet wurde von der Kulturvereinigung Subkult sowie dem Quartiersmanagement Grumbach und dem Verein Flüchtlingshilfe Grumbach. Marc Hettich vom Organisationsteam erklärt kurz, was dahinter steckt. Der Grundgedanke, Menschen mit Asylbewerber und Flüchtlinge mit Menschen, die hier in Grumbach schon immer leben, zusammenzubringen. Da war am Anfang die Überlegung, das mit Konzerten, mit kulturellen Veranstaltungen zu machen, aber dann kam die Idee, das mit Essen zu machen, weil Essen ist unkomplizierter, hat eine niedrigere Hemmschwelle, sage ich mal, dass die Leute kommen, weil Hunger hat jeder. Jeder kommt, ist neugierig vielleicht auch auf das, was es zu essen gibt. Wir haben die gute Erfahrung gemacht, dass bei den Meet-and-Eat-Veranstaltungen im Wiedemannskeller auch häufig Leute da sind, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde, dass die so aufgeschlossen sind und sich das mal anschauen. Aber die kommen alle, kommen ins Gespräch und ich glaube, dass das recht effektiv dazu beiträgt, Vorurteile und Berührungsängste abzubauen. Also, zusammenkommen, miteinander essen, miteinander reden und sich dabei kennenlernen. So waren die kulinarischen Köstlichkeiten aus den Heimatländern der Asylbewerber heiß begehrt. Unter anderem konnte man Spezialitäten aus Pakistan, Syrien, der Türkei oder auch Indonesien probieren. Diese wurden von den Asylbewerbern gemeinsam mit den Grumbachern mit großer Hingabe und Leidenschaft zubereitet. Das Rahmenprogramm bot für kleine und große Besucher viele Möglichkeiten, Spaß zu haben oder den kulturellen Austausch zu pflegen. Man konnte Ponys reiten und sogar auf einem Kamel. Es gab ein Improvisationstheater mit Kindern und im Laufe des Abends spielten mehrere Bands. Nicht einmal ein sommerlicher Regenguss konnte die Stimmung trüben. Auch Grumbachs Bürgermeister Hubert Fischer ist sich der Bedeutung einer solchen Veranstaltung sehr wohl bewusst. Was ist wichtiger, Meet oder Eat? Ich denke, da ist beides gleich wichtig. Allerdings, oder man muss es eigentlich eher so sehen, so wie die Menschenrechte universell sind, so ist auch jeder Mensch und jeder Mensch braucht Gesellschaft. Und das zeigen wir hier Ihnen alles. Alles zusammen, verschiedene Nationen, hier bei uns im Stadtgarten in Grumbach versammelt. Hier gilt noch viel, viel mehr als in der Politik. Miteinander reden, anstatt übereinander reden. Das muss das Motto sein. Und wenn man hier beisammen ist, und das ist der Knackpunkt, der Ansatzpunkt, Essen tut jeder. Und dann isst man halt. Und dann beim Essen sieht man, dass alle gleich sind. Und dann kommt man auch ins Gespräch und dann passt das Ganze. Die schon langjährige Initiative der Organisatoren ist nicht im Verborgenen geblieben. So wird das Projekt Meet and Eat gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es wurde auch schon mit dem Integrationspreis des Landkreises Günzburg ausgezeichnet, der ebenfalls offiziell vertreten war. Also es ist zentral wichtig, weil das gelebte Integration natürlich auch nochmal nach außen transportiert. Wir haben auch einen Stand hier vorne, sind also auch als Landkreis vertreten mit einem unserer Projekte. Wir bieten in Grumbach unter anderem das interkulturelle Frauenfrühstück an. Das haben wir an zwei weiteren Standorten. Das heißt, es ist ein Begegnungsstandort für Frauen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen, die sich zwanglos einmal im Monat treffen und zu unterschiedlichen Themen ins Gespräch kommen. Was bleibt als Fazit einer Veranstaltung mit Meet and Eat? Gelungene Integration ist eine tolle Sache, aber keine Einbahnstraße. Sie ist auch nicht über Nacht zu erreichen, sondern im Gegenteil das Produkt geduldiger, langfristiger Bemühungen und Initiativen. Bürgermeister Hubert Fischer bringt es nochmal auf den Punkt. Irgendwo ist es ja doch ein bisschen auch ein politisches Statement, oder? Ich denke schon, es ist ein politisches Statement auch, ist für eine Weltoffenheit, für unsere Stadt, für unsere Gesellschaft. Aber diese muss ich jetzt wieder vielleicht nicht einschränken, sondern öffnen. Die muss für alle gelten. Die gilt für uns hier in Grumbach. Wir sind offen gegenüber Fremden und ich hoffe, dass die Fremden offen gegenüber uns sind.